Ding of the Wyvern, Pickaxe of the Wyvern, Ding of the Wyvern, ja, erstmal hier Ding sagen. Ding, ding, di, 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 ding, 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 ding. Draconing Herd. Und hier steht dann auch irgendwo, wie man den Chaos Dragon spawnen kann oder so, glaube ich. Mob Grinder. Powered by RF. Bla 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 bla. Ja, ich verstehe nur leider nicht so wirklich Englisch. Ein stabilisierter Spawner kann man sich machen, was man sich hier alles machen kann, ey, ist richtig krass. Reaper Enchant. The Reaper Enchant increased the drop chance of souls from mobs that has a maximum level of 5 and also makes... Ach so, ich kann hier keine enchanteten Bücher schauen. Alter, wie klein das ist. Oh Gott, ich kann so nicht spielen. Ich probiere gerade mal ein bisschen mit Draconic Evolution rum, wie man sieht. Wir können auch mal ein Mega-Ritual machen und die ganzen Division-Siegel mal auf einen Schlag aktivieren. Was wollte ich jetzt machen? Genau, nach dem Enchanting suchen. Also der Marcel hat es ja auch auf Large stehen, aber bei dem sieht es ganz ehrlich größer aus. Das Ding. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, wie hat es wieder geheißen? Reaper oder so. Irgendwas mit R auf jeden Fall. Kann ich das hier einfach so enchanten? Ja, kann ich einfach so machen. Das hau ich dann einfach mal auf irgendein Schwert drauf. Weil das erhöht nämlich die Chance auf Seelen, die gedroppt werden. Und ich hoffe, das ist überhaupt von Ender.io. Von Ding. Enchant Draconic Evolution. Jo, okay, das ist das in Draconic Evolution Enchanting. Und warum ist das jetzt hier aber zurückgesetzt? Finde ich jetzt aber nicht lustig. Nur da haue ich das einfach auf irgendein Schwert drauf und dann geht das eigentlich. Weil wir brauchen ja diese Seelen für den Block, für diesen Block, den man zum Wiederbeleben vom Enderdrachen braucht. Denn ich denke mal, Marcel möchte das auch machen und vielleicht mache ich mir irgendwann auch die komplette Rüstung und diesen Staff of Power und alles andere, was es gibt. Und dafür brauchen wir natürlich noch einige Dragon Hearts. Okay, gut. Ja, das ist das Ding. Habe ich dafür jetzt ein Achievement bekommen? Eigentlich schon, ne? Jo. Gut, aber jetzt stelle ich erstmal hier... So, und da bin ich wieder zurück bei Minecraft. Ja, das Spiel ist abgestürzt, weil ich das, die GUI-Größe geändert habe. Das, tut mir leid, aber für euch war es ja eh nur ein ganz kurzer Cut, von dem her ist es ja gar nicht so schlimm. So, wir haben ja hier unsere Capacitor Bank, die gerade wieder, Energie voll tankt, denn ich habe diese angefangenen Draconium-Blöcke einfach mal voll aufgeladen, denn irgendwann werden wir sie sowieso brauchen. Und unsere Capacitor Bank ist jetzt fertig. Und das heißt, wir können jetzt endlich mal die Dinge automatisieren. Die Kryo-Dinger. Und ich habe mich entschlossen, ich habe auch schon nachgerechnet, ich kann die Spitzhacke machen, die Schaufel und das Schwert. Oder den Bogen. Wobei der Bogen bringt mir nicht so viel, weil den Bogen, wo ich jetzt schon habe, dieser Wyvern-Bogen, der macht so oder so schon One-Hit und ansonsten, ja, greife ich damit ja nichts an, außer normale Mobs.
Deswegen würde der sich nicht so lohnen. Die Rüstung würde sich jetzt auch nicht so lohnen. Und deswegen mache ich mir, ja, Pickaxe, Schaufel und Schwert. Und damit habe ich schon mal die Grundsachen, die Grundwerkzeuge für den Staff of Power. Und ja, den machen wir irgendwann mal. Und dann, oh, ja, richtig krasse Sachen hier, ne? So. Okay. Wo sind meine Capacitor Banks? Das würde mich mal gerade interessieren, wo die sind. Da sind sie. Und da haben wir das Ding hier. Genau, da war ja noch was. Da waren wir ja noch nicht ganz fertig. So. Kryo. Bindestrich. Kryo Stabilisated Fluxduct Dingsbums. Das wollten wir noch automatisieren, glaube ich. So, hier sind wir ja voll, das heißt, ach nee, das haben wir schon automatisiert. Okay. Dann tut's mir leid, dann mache ich das gerade mal wieder rückgängig. Ja, dann soll er mal eins so ein Ding craften. So, dann brauchen wir wieder eine Processing Pattern. Und zwar aus einem so ein Ding wird dann ein so ein Ding. Weil ich habe ja hier hinten jetzt hat noch Chilit Krytolm. Das können wir jetzt erstmal verbrauchen. Und zwar würde ich das ganz gerne in den Ding hier reinfüllen mal, in den Fluid Transpuser. Dafür brauche ich eine Fluid Conduit. Fluid Conduit, Fluid Conduit. So muss ich mich gerade mal am Ohr kratzen. Beziehungsweise im Ohr. So, dann schließen wir das Ganze hier mal an. Ich verstehe auch nicht, warum die sich hier mit den Dingern verbinden wollen, mit den ME-Kabeln. So, hier geht's rein und hier geht's raus. Always active. Jetzt brauchst du hier nur noch unten einen Eingang. Und dann fließt ja auch schon Chilit Krytolm rein. Das sieht nicht so aus, als ob wir da alles rausbekommen. Na gut, 80.000, okay. Na, immerhin haben wir da mal den größten Teil raus. Das benutzen wir jetzt gleich mal zum Craften. Und zwar, Moment, ich muss noch mal kurz hoch. Pattern Terminal. Ah, habe ich schon reingelegt, okay. Muss ich sagen, dass die Dinger hier rein dürfen. Und du wirst dann befüllt mit dem Zeug. Okay. Jo, perfekt. Das kommt dann auch... Wo ist er denn? Hier in die Chest, hier bei Chest rein. So. Und wenn wir dann das, was wir jetzt schon von Chilit Krytolm haben, wenn wir das verbraucht haben, dann mache ich dafür eine Pattern, dass er dann eben diesen Krytolm das craftet. Aber momentan können wir damit zufrieden sein. Da haben wir jetzt halt nämlich schon eins. Und Beste wäre, ich mache jetzt mal so im 6er Schritt. So, Moment.
muss gerade was gucken. Okay, huch. Jo, dann machen wir einfach mal 59 oder 66. Nee, 60 ist ein, 64 ist ein Stack, dann machen wir 59, weil jetzt haben wir ja schon für 60. Nee, das ist mir ein bisschen zu krass heute. Ah, das ist Entspannung. So, dann sollte der Kollege hier eigentlich alles craften, hoffe ich. Und in der Zwischenzeit können wir uns mal unsere Draconic-Sachen machen. Drakon. Also gut, fangen wir an mit der Draconic Pickaxe. Die Draconic Pickaxe, dafür brauchen wir zuallererst mal die hier. Hä? War ich jetzt nicht am Crafting Terminal? So, dafür brauchen wir einen von den Kollegen hier. Dafür brauchen wir vier von denen hier. Obwohl, ich mache einfach mal gleich einen ganzen Stack davon. Dann haben wir da schon mal was auf Vorrat. Wie sieht es mit dem Draconium aus? Da muss ich noch mal ein bisschen Enderquery laufen lassen, glaube ich. Na, wo ist es denn? Ah, hier, gut. Ah, na gut, da haben wir noch ein bisschen was. Okay. Dann brauchen wir einen hiervon. Dann welche davon. Und dann crafteten wir die Pickaxe of the Wyvern. Nothing like Diamond. Und jetzt kriegt die Strom 1 Million AF. Jawohl. So, und dann geht's weiter. Wir wollen die Draconic-Dingsbums haben. Und dafür brauchen wir 4 Netherstars. Für die Wyvern-Cores. Und zum allerersten Mal unsere Awakened-Dinger. Oh, Expensive First Power. Okay, alles klar. Mal kurz in die Achievements gucken. Ich will ja, dass da alles schön ordentlich abläuft. Achievements. Okay, ja, jetzt können wir hier den Rest machen. Und das hier ist das Death of Power dann. Okay. Reaper. Die Reaper, oder was? Ja, da müssen wir einfach nur so eine Ding aufnehmen. So eine Seele, denke ich mal. So, als nächstes kommen dann, ja, wir haben jetzt die die Spitzhacke, genau. Nothing like Diamond. Okay. Gut. Dann Spitzhacke, dann brauchen wir die Dinger hier, dafür brauchen wir nochmal einen von den Gerätschaften hier. Und 4 von den Gerätschaften hier, das heißt... Eins. Ja, das sind 16 Stück. Machen wir es doch gleich einfach und nicht kompliziert. Zack. Und jetzt den Kollegen hier. Und da haben wir die... Die Pickaxe. Bumm. So, die wird sich jetzt erstmal fett mit Energie aufladen wollen. Ja, 10 Millionen RF, die schluckt schon ganz schön Energie. Gut. Ja, ist auch fast voll. Ja, juckt uns gar nicht. Wir haben so viel Energie.
Die ist jetzt natürlich besser als die Spitzhacke hier, deswegen kann die hier mal weg. Die kann hier weg. Die hat uns gute Dienste geleistet, aber jetzt haben wir was Besseres. Jetzt können wir das Ding hier noch einstellen. Und zwar haben wir jetzt halt hier Dick Speed multipliert. Das können wir jetzt halt runtersetzen oder ganz hoch setzen. Wir lassen uns mal auf ganz hoch. Mal gucken, was passiert. Dann haben wir hier den AOE Safe Mode. Das ist, dass das Ding bei einer höheren Abbaugröße nicht einfach sinnlos alles kaputt schlägt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber lasse ich jetzt erstmal aus. Dann haben wir jetzt halt hier die Größe. Da können wir jetzt halt einmal eins abbauen, also einfach nur einen Block, dann 3x3 Blöcke wie der Tinkers Konstrukt Hammer, 5x5 und 7x7. 7x7, ja, das ist ja toll. Das Ganze kann man dann aber auch ändern, indem man Shift gedrückt hält und Rechtsklick macht. Und dann gibt es noch Void Chunk. Das kann man auf True schalten. Und wenn man jetzt hat auf... Bei 1x1 ist das nicht aktiv, aber bei 3x3, 5x5 und 7x7 ist das aktiv. Da kann man jetzt zum Beispiel hier bei Inventory, kann man hier den Chunk-Filter einstellen. Und wenn ich da jetzt halt einen Cobblestone-Block reinlege, dann vernichtet er automatisch Cobblestone-Blöcke. Also wenn ich jetzt halt hier irgendwie einen 5-Kilometer-Tunnel graben will, dann werde ich keinen einzigen Block aufheben, keinen einzigen Cobblestone-Block, weil er die dann direkt alle vernichtet. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber brauchen wir nicht. Machen wir die Size mal so. Und ja, da hauen wir jetzt noch Enchantings rein. Level haben wir ja genug, ist ja Karl, ist kein Problem für uns. Die Dinger, ja, okay, jetzt machen wir uns allererst mal die Dinger hier. Jetzt machen wir erstmal hier krass Harakesh mit den Werkzeugen, würde ich sagen. Okay, komm, jetzt bei der Sache bleiben. Wir brauchen eine Diamantschaufel. Auf die Diamantschaufel packen wir dann so ein Gerät. Und hier so ein Gerät. Brauchen wir wieder 4, wo wir das Rezept schon mal da haben, machen wir auch gleich wieder die 16 für später. Lal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 a. Komm schon. So, 16. So, da haben wir die Schaufel. Dann machen wir die Draconic-Schaufel. Na, der Stack, der reicht aber ganz schön. Wie schauen die Netherstars aus? 18 Stück noch. Naja, gut, das läuft eigentlich. 4 Netherstars, ey, das ist schon... Das ist eigentlich, ich meine, ich crafte das jetzt hier, als wäre es nix, aber es ist eigentlich schon krass, ne? Und ich glaube, dieser Mob-Grinder ist nur so krass, weil man so viele Netherstars braucht und dass der extra dafür konzipiert wurde, dass man den Wisser einfach kaputt schlägt. Mit dem Grinder, weil man so viele Netherstars braucht, um dem Spieler das zu erleichtern, dass man da nicht 10.000 Wisser machen muss. Okay. Ja, den haben wir noch nicht gemacht. Ich will jetzt halt hier nichts doppelt craften, deswegen bin ich jetzt hier ganz vorsichtig. Weil ich habe ja von diesen Draconic-Barren nicht unbegrenzt. Ich kann ja jetzt nicht einfach hier drauf loscraften wie ein Bekloppter. Habe ich den jetzt halt schon? Jetzt bin ich gerade völlig verunsichert. Ne, habe ich noch nicht. Okay. Dann brauchen wir den hier. Dann brauchen wir nochmal einen von... Denen hier, genau. Herrgott nochmal, das ist doch bekloppt hier gerade. Oh, jetzt sind sie weg. Schaufel. Nein, Quatsch. Das hier. So. Was?
So, jetzt aber. Und Schaufel ist am Start. Moving Mountains. Ja, dass man mit dem Ding Berge versetzen kann, das glaube ich. So, jetzt haben wir noch 14 Barren. Das reicht jetzt halt gerade noch für Schwert. Dann brauchen wir das Schwert. Brauchen wir zuerst ein Diamantschwert wieder. So, gleich wieder 20 Redstone-Blöcke. Better Weaponry. So, und dann graden wir weiter ab. Davon will ich jetzt mal nicht so viel machen. Ich mach mal 16 Stück, ich hoffe, das reicht. Ach ja, das Schwert habe ich ja schon. Mensch, Kevin, konzentrier dich jetzt mal. So, Wifern. Awakened. Okay, drei Stück brauche ich noch. Drei Stück. Ah, hier unten sind die Dinger. Okay, dann kann ich ja direkt beim nächsten Mal auf das Rezept gehen. Dann waren wir bei diesen Dingern hier. So, dann haben wir da vier Stück. Und da ist das Schwert. Und wie ich es ausgerechnet habe, haben wir 33 Barren verbraucht. Drei haben wir jetzt noch übrig.